Der Stoff, aus dem die Sterne sind. Jedes Element ist ein bisschen anders aufgebaut als ein anderes Element. Und wenn wir diese Elemente anregen, sprich zum Beispiel mit Licht bestrahlen, dann strahlen sie in einer ganz charakteristischen Art und Weise das Licht wieder zurück. Wenn wir jetzt zu den Sternen reisen könnten, könnten wir dort ein Becherchen abnehmen und gucken, aus was der Stern besteht. Können wir aber nicht. Aber wir können uns den Stern, das Licht des Sternes angucken und wir können aus der Zusammensetzung dieses Lichts sehen, welche Elemente in diesem Stern drin sind, weil sie ja dann die ganz charakteristischen Lichtsorten vertreten haben von Elementen, die sich innerhalb des Sterns befinden. Die beiden Lichtquellen sehen ja von außen völlig gleich aus, weil unser Auge nicht in der Lage ist, dieses Licht in die Regenbogenlichter aufzuspalten. Dazu bedienen wir uns eines kleinen Hilfsmittels. Wir haben so eine Regenbogenbrille, da sind ganz eng so kleine Striche drauf geritzt, also praktisch wie ein Gitter. Und innerhalb von diesem Gitter wird das Licht aufgespalten, seine Bestandteile, sprich in seine verschiedenen Farben. Und dann können wir das tatsächlich sehen. Wenn Sie erst diese Glühlampe mit diesem kontinuierlichen Lichtband, mit diesem kontinuierlichen Regenbogenlicht gesehen haben, dann auf einmal bei der zweiten Lampe, bei der Energiesparlampe sehen, das sind ganz diskrete, also ganz vereinzelte Linien, da ist die Überraschung doch sehr groß, dass Licht tatsächlich weiß aussehen kann, obwohl es nur aus 5 verschiedenen Lichtfarben besteht. Im Sternlicht ist es ganz klein ein bisschen anders. Dort sehen wir ein kontinuierliches Spektrum, sagen wir Astronomen dazu, sprich das ganze Licht von über Gelb, Grün, Rot und so weiter. Und da fehlen genau an diesen Stellen die Linien, wo die Elemente praktisch zupassen. Ja, das heißt, da wo es schwarz ist, können wir genau sehen, okay, da und da sind schwarze Lücken. Und das ist dann ganz charakteristisch für das Element, was sich in diesem Stern eigentlich befindet. Und das sieht bei einer Sonne, sind das dann tausende von Strichen. Und da kann man tatsächlich gucken, Kohlenstoff hat die und die und die und die Striche und Sauerstoff hat die und die und die Striche. Okay, ist jeweils in dem Stern vorhanden.